Hier kommen drei News der Woche für dich. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer mit Blue Punisher-Tabletten verhaftet. Er soll versucht haben, unter anderem diese Ecstasy-Tabletten auf dem Gelände des Fusion-Festivals zu verkaufen. Erst am Montag war eine 13-Jährige nach der Einnahme einer Blue Punisher-Tablette gestorben. Die Ecstasy-Pillen sind so hoch dosiert, dass schon eine halbe lebensbedrohlich sein könne. In Frankreich gibt es seit Tagen schwere Ausschreitungen, nachdem ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre einen 17-Jährigen erschossen hat. Allein in der Nacht auf Freitag sind bei Protesten gegen Polizeigewalt hunderte Menschen festgenommen worden. Der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Delfine nutzen, ähnlich wie wir Menschen, eine Art Babysprache, um mit ihren Kälbern zu kommunizieren. Das haben Forschende herausgefunden. Der Babytalk zeige sich bei den Delfinen durch veränderte Pfiffe.